Beginnen wir am Anfang. Was ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Beispiel für eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Das heißt, wenn ich hier stehe und Ihnen was für die Libellen, für die Libellengesellschaft erzähle, dann gilt das auch für andere wissenschaftliche Gesellschaften, die wir beispielsweise in Deutschland haben, auch für die Orthopterologie, also Leute, die sich mit Heuschrecken beschäftigen. Oder eben mit Käfern, mit Wildbienen, mit Tagfaltern. Davon gibt es also jede Menge. Und das sind eben diejenigen, die auch im Gelände Daten sammeln, die das schon lange getan haben, die das auch in Zukunft tun werden. Und ich denke, im Thema Biodiversität ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Was ist das hier im Kontext? Das habe ich gerade eigentlich schon erläutert. Ich will es gleich noch mal ein bisschen deutlicher machen. Was machen wir im Einzelnen? Was ist für Sie eventuell der Background, um mit uns zusammenzuarbeiten? Warum wollen wir mit Ihnen zusammenarbeiten? Was sind unsere Ziele dahinter? Und vor allen Dingen, was sind die Dinge, die wir brauchen, wo wir denken, dass Sie uns unterstützen können? Wir sind viele. Die GDO alleine hat etwa 700 Mitglieder. Das gilt etwas abgeschwächt, wahrscheinlich auch für viele der anderen Gesellschaften. Wir existieren seit 40 Jahren, einige Gesellschaften sicherlich noch länger. Wir arbeiten ehrenamtlich. Das macht einiges schwierig, aber es bedeutet auf der anderen Seite, es gibt keine Faktoren, die uns irgendwo einschränken, limitieren, vielleicht zeitlich. Was machen wir im Einzelnen? Wissenschaftliche Fachgesellschaften, insbesondere in Deutschland, sammeln nicht nur Daten, sondern versuchen mit diesen Daten natürlich dann auch beispielsweise Checklisten zu erstellen, dass man weiß, welche Arten kommen überhaupt hier in Deutschland vor. Wir arbeiten mit dem BFN oder mit dem Rote-Liste-Zentrum zusammen und erstellen die roten Listen, Verbreitungsatlanten, Bibliografien. Wir kümmern uns um die Ausbildung, wir versuchen, den Nachwuchs zu fördern. In unseren Reihen sind sehr viele alte und erfahrene Leute, die natürlich diese Erfahrung auch weitergeben können und wollen und werden. Und natürlich in so einem Kreis gibt es keine Grenzen. Das heißt, wir arbeiten einmal in Deutschland über die Bundeslandgrenzen hinweg, was gar nicht so einfach ist. Aber wir arbeiten natürlich vor allen Dingen auch international zusammen. Und in diesem Kontext beginnen wir natürlich auch mit Monitoring-Maßnahmen. Teilweise haben Kollegen das schon begonnen und das wollen wir natürlich auch weiterführen. Was Sie hier im Hintergrund sehen, die GDO und viele andere dieser Fachgesellschaften publizieren regelmäßig diese Ergebnisse. Bei uns kommt zweimal im Jahr die sogenannte Libellula heraus, wo es eben dann die neuesten Ergebnisse auch gibt. Und als einen Deutschlandatlas haben wir die Verbreitung der Libellen 2015 publiziert, die Bibliografie schon einige Jahre davor mit allen libellenrelevanten Texten, die es in Deutschland publiziert gab. Und hier einfach nur als Ausschnitt, das ist die Deutschland-Verbreitungskarte auf Messtischblattebene. Da stecken etwa 1,5 Millionen Daten drin. Diese Menge wächst. Heute ist es schön, die wird heute weitergewachsen sein. Mittlerweile sind wir wahrscheinlich deutschlandweit bei 2 Millionen Datensätzen. Diese Datensätze werden auf föderaler Ebene in verschiedenen Institutionen gehalten. Wir kompilieren die für die Auswertung. Da steckt auch ein Teil des Problems hinter. Was man leider sagen muss, ist, dass auch bei den Libellen, es ist ja eine überschaubare Artengruppe, aber Artenkenntnis ist nicht selbstverständlich. Sie kriegen die auch nicht, wenn sie Biologie studieren. Und deshalb versuchen wir natürlich, Leute auszubilden. Beispielsweise dieses Seminar, was Sie hier sehen in der Ankündigung, das gibt es eigentlich fast nur bei uns. Dort lernt man auch Exuvien, also die Larven heute und die Larven zu bestimmen. Und solche Angebote gibt es eben querbeet über die Fachgesellschaften. Und wichtig ist für uns natürlich auch der internationale Austausch, um einfach zu sehen, welche Methoden entwickeln sich, was gibt es an Entwicklungen bei den Arten, auch bei der Taxonomie. Das passiert auf europäischer Ebene. Im Wechsel jährlich alle 2 Jahre gibt es einen europäischen und einen internationalen Kongress, wo wir uns dann auch
insgesamt austauschen. Was für uns ganz wichtig ist, ist halt aufgrund eben der Probleme, dass wirklich nicht jeder Libellen bestimmen kann, auch wenn das scheinbar einfach ist, ist, dass Daten qualitätsgesichert werden, dass also Beobachtungssätze überprüft werden, dass man sich hinterher darauf verlassen kann. Das ist auch das, was da gemeldet ist. Das ist in den heutigen modernen Foren gar nicht selbstverständlich und wird auch zukünftig eher ein größeres Problem sein als früher, als wir sozusagen im kleinen Kreis unter uns Libellenkennern zusammengearbeitet haben. Wir sind froh, dass es heute mehr Leute gibt, die sich für Libellen interessieren, aber wir müssen eben auch gucken, wie wir mit den Randumständen dann umgehen. Warum nehmen wir teil? Wir wollen, dass unsere Daten arbeiten. Wir können als Ehrenamtliche nicht alles damit machen. Wir glauben aber, da steckt viel mehr drin. Und wir haben heute schon gute Beispiele gehört und gesehen, was es alles an Dingen gibt, die man miteinander verknüpfen kann. Sie sehen hier Beispiele, DNA-Barcoding. Im GBOL fehlen für Deutschland immer noch entsprechende Datensätze für Libellen. Da können wir unterstützen. Wir selber könnten uns gut vorstellen, bei Fließgewässeruntersuchungen, dass man eben auch nach Fließgewässerlibellen schaut. Auch da könnte man ein Monitoring draus aufbauen. Also diese Synergieeffekte, da versprechen wir uns einiges von und deshalb wollen wir mitmachen. Letztlich unser Ziel dabei ist natürlich, dass wir nicht nur die Libellen, sondern die Biodiversität insgesamt schützen. Das ist auch das, was uns antreibt, deshalb gehen wir raus ins Feld und wenn wir draußen sind, sehen wir eben nicht nur Libellen, sondern alles andere auch. Und da gibt es eben tatsächlich auf der einen Seite große Probleme, beschleunigte Veränderungen und da wollen wir unseren Beitrag leisten, das eben ins Gegenteil zu verändern. Und was wir auch brauchen, ist mehr Erkenntnis, dass das wichtig ist und was es dazu bedarf in der Gesellschaft. Was wir brauchen, sind konkret für uns, aber sicherlich auch für viele andere Fachgesellschaften, Plattformen, auf denen wir unsere Daten einbringen können. Dazu ist sicherlich die Frage der Standardisierung eine ganz wichtige, aber auch Datenschutz im Sinne von, dass unsere Datenhoheit nicht ganz untergeht. Wir wollen sie offen geben, aber auch beispielsweise für die Frage Qualitätssicherung ist es immer wichtig, auf das Original hinterher zurückführen zu können. Und das wäre wichtig für uns in dem Zusammenhang. Und natürlich in dem Kontext auch Unterstützung bei der Datensicherheit, bei der Datenunterhaltung. Das ist für Leute, die eigentlich gewohnt sind, im Feld nach Libellen zu gucken, nicht unbedingt eine gute Hausaufgabe. Da brauchen wir die Unterstützung von Experten. Und wichtig ist eben, dass dabei auch diese Leistung nicht ganz untergeht. Wir geben sie gerne, wir machen das ehrenamtlich, aber ein gewisser Respekt sollte sich daraus auch ergeben. Ja. Was wichtig ist, hier haben Sie wirklich die Expertise. Sie haben ein breites Leistungsspektrum drumherum. Vor allen Dingen auch die Qualitätskontrolle will ich nochmal hervorheben. Und wir wünschen uns einen Austausch untereinander und Plattformen, wo wir unsere Daten einbringen können, bilateral, dass wir sie auch wieder nutzen und austauschen können, aber dass Sie oder viele andere damit arbeiten können. Besten Dank. Vielen Dank.